Im Alex-Tunnel befand sich bis 2016 eine Aufstell- und Kehranlage. Wozu werden Aufstell- und Kehranlagen benötigt? Eine Aufstellanlage benötigen wir dazu, um bei Betriebsschluss die Züge ordnungsgemäß abstellen zu können. Die Kehranlage benötigen wir dazu, um die Züge wieder in die richtige Richtung zu bringen, weil wir keine Wendeschleife haben wie bei der Straßenbahn. Im Alex-Tunnel war deshalb eine Kehr- und Aufstellanlage, weil das ein Endbahnhof war und wir unsere Züge da abgestellt haben, um früh morgens einzusetzen, sowie den Zug kehren zu können, damit er wieder zurück nach Hönow fahren kann. Der U-Bahnhof Alexanderplatz ist mit der neuen U5 kein Endbahnhof mehr. Dennoch wurde unter den Bahnsteigbereich des benachbarten U-Bahnhofs Rotes Rathaus eine neue Aufstellanlage eingebaut. Weshalb? Wir haben auch auf Zwischenbahnhöfen Kehr- und Aufstellanlagen und an gewissen Knotenpunkten wie den Alexanderplatz, damit wir den Fahrgästen ein attraktives Fahrangebot bieten können und jederzeit von überall aus einsetzbar sind.